Hallo zusammen, iZocker hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest eine Atempause verschaffen, anzunehmen bei Brigadier Tom in Suldazar an dieser Position. Nehme die Quest gleich mal an und lege los. Darf hier Verblassene töten und die normalen Suldazar-Trolle. Falls euch das Video hilft, dürft ihr gerne einen Daumen hoch geben und oder mich abonnieren, würde mich sehr freuen. Was auch euch hilft, ist, wenn ihr das Video teilt, weil je mehr Leute das Video kennen, umso mehr können euch auf Fragen beantworten. Beziehungsweise auf Fragen antworten. Die normalen Trollen erkennt ihr daran, dass sie ganz normal kämpfen. Und die Verlassenen, die laufen eher gebückt und sehen eher aus wie Untote, obwohl im Tooltip steht Humanoid. Wobei, ich sehe, ja doch, das sind eigentlich Untote, weil schaut mal, da sieht man die Knochen. Es sind keine Skelette, aber Untote mindestens. Ja, also in meinen Augen. Ruansamdi kommt mich holen. Geht ganz gut. Falls es hier, wo ich bin, überfahren sein sollte, könnt ihr auch weiter in die Richtung laufen. Das Questgebiet ist ziemlich groß. Da auf dem Schiff sind noch welche und hier am Strand. Sandala für immer! Die Trolle habe ich jetzt. Hier sind zwei Verlassene. So, dann brauche ich nur noch drei Verlassene. Die sind aber auch leicht zu finden. Hier müssten mindestens zwei sein. Hier ist einer und hier hinten ist noch ein Gaster und noch einer. Also genug Mobs. So, jetzt brauche ich nur noch einen Verblassenen, da ist auch schon. Und die Quest ist bereit zur Abgabe. Versuche den anderen Mobs aus dem Weg zu gehen.
Jetzt wird gestorben. So, Quest ist abzugeben bei Brigadier Tom in Suldasar an dieser Position. Hab nochmal reingescrollt und raus. Seid gegrüßt. Hoffe sehr, ich konnte euch helfen. Ciao.